Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play No More Heroes 1. Gut, beim letzten Mal habe ich den neuen Job gemacht und auch die neue Killmission gezeigt. Boah, ist das Bullshit. Naja, ich habe inzwischen genug Geld gesammelt für den Kampf. Ich habe es nur noch nicht abgegeben. Und ich wollte noch zu Fandario gehen. Fandario. Und auch zu Area 51, einfach um ein, zwei Klamotten zu shoppen. So. Erstmal zu Ryu. Ich hab's mir schon ein bisschen vorausgenommen, ein bisschen Geld zu sammeln. Ich habe auch schon einen 7. Lobbykopfball eingesammelt, obwohl ich das eigentlich gar nicht wollte. Ich habe einfach nur eine Abkürzung genutzt. Wir können Autos nicht umfahren. Ihr seht, wie buggy das ist. Na, ha. Meine Güte, sind sie die Straßen immer so leer? Und ich glaube, ich habe soeben auch Lobbykopf gefunden. Erstmal eine Kiste. Oh, Geld, gut. Gut. Ja, allerdings, ich kann hier nur noch nicht rein. Schade. Dann geht's erstmal zu Ryu. I know. You want that, right? Oh yeah, das ist es. Das ist, was du willst. Komm rüber. Ich bring dir was bei. Zieh dich aus. Aus. Du musst dich ausziehen, wenn du das tun willst. Okay, merkst dir. Von Anfang an. Kleider weg. Jetzt bist du nackt. Streck den Arsch aus. Halt still. Du kannst keinen töten ohne starke Haltung. Beweg deine Arme nicht. Benutz die Hüfte. Ungefähr so, als würdest du ein japanisches Klo benutzen. Jetzt hast du eine starke Haltung. Gut, genau so. Jetzt zieh auch deine Unterhosen aus. Nein. Training. Ich weiß. Du willst das lernen, nicht wahr? Kein Problem. Lass die Klamotten an. Also, ich habe mir gefragt genommen, das T-Shirt ein bisschen zu ändern. Machen wir das erste. Gut, Training! Und zwar einfach nur fuchteln. Das ist das Einfachste, was es gibt. Ja, netter Framedrop gerade zwischendurch. Ich weiß nicht, was mein Rechner gerade macht, aber es nervt, gerade jetzt. Wir sind fertig. Oh ne, Frame-Ups wäre vielleicht sogar noch ein bisschen schneller gewesen. Meine Beam-Katana-Kombo wurde erweitert. Yes. Und jetzt das. Das ist es. Oh Gott. Yeah, like a man! Ja, Travis besucht ein Fitnesscenter einfach nur, um seine Kräfte zu steigern. Das Dumme ist, komischerweise, obwohl die CD eigentlich fast gar keinen Kratzer hat, kann ich nicht alles von Ryus Training machen. Ab einer gewissen Stelle. Weil dann hängt sich das Spiel auf. Aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht, ob es an der Wii liegt oder an der CD selber. Ich würde mal sagen, es ist die CD, weil ich habe sie eigentlich gebraucht gekauft. Aus einem GameStop. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich die CD. Deswegen wurde sie wohl verkauft. Aber nichtsdestotrotz, man kann die Story komplett zocken, man kann es auch auf Beta zocken. Das ist halb so wild. Noch einer, ich muss es in die Sekunde. Ich habe schon fast gedacht, ich schaff's nicht mehr. Yeah, Stärke. Jetzt zieh ich den Arschlöchern mehr ab. Jetzt kommt das. Kniebeugen. Oh, ich hasse Kniebeugen. Macht genug davon, ihr könnt euch nicht mehr hinknien. Ihr fallt sofort runter. Sobald ihr die Knie benutzen wollt. Ihr müsst erstmal ein paar Stunden sitzen, bevor ihr euch davon wieder erholt. Wirklich. Das ist mir mal passiert, als meine Klasse in der Schule unbedingt von unserem Mathelehrer
das Liedchen von Laurentia hören wollte. Manche von euch kennen das vielleicht. Jedes Mal, wenn man einen Wochentag oder Laurentia sagt bei dem Lied, macht man eine Kniebeuge. Ich habe es bis Freitag geschafft, aber nicht mehr bis Sonntag. Ah, das. Gehst du schon? Das ist es. Komm wieder. Ja. Ab unserem nächsten Rang können wir neues Training absolvieren bei ihm. Und ungefähr sieht es auch bei Naomi aus. Ab jedem neuen Rang bekommen wir neues Spielzeug für unsere Waffe. Entweder Zubehör oder vielleicht mehr. So, jetzt gehe ich aber hin und gebe die Kohle ab. Bevor ich noch zu viel ausgebe. Also, das nervt jetzt langsam. So, Kohle abgeben. Währenddessen schließe ich mal ein paar Programme kurz. Du hast die vereinbarte Startgebühr bezahlt. Zurück zum Hotel. Gut, Taskmanager FTW. Ich mach Steam und Firefox dicht. Die fressen ja ein bisschen Arbeitsspeicher, das sollte es beheben. Gut, Motorrad. Und zurück zum Hotel. Lala. Ja, ich weiß, der Weg ist nicht weit, aber ich bin sofort zum Laufen. Vor allem ist das langweilig, weil ich nur laufe. So. Und zack. Bin gespannt, was da jetzt kommt. Ja, er zählt normalerweise erstmal mit Silvia. The next fight has been set. Wait a sec. Why the hell are you telling me this over the phone? Why? Because I cannot decide what to wear to the association's party tonight. Big shots from across the nation will be there. This is serious business. So serious that I'm going to spray perfume on every square inch of my body. Yeah, whatever. Right, right. Your next opponent. Head for the school. To the school? And then what? Just go. You'll know what I'm talking about, I think. What do you mean, you think? You know, you really suck at your job. Life is more important than some job. That is why I am busy shopping right now. You, on the other hand, are busy killing people, because that is all you ever do. What? Am I wrong? Well, I guess not. All right then. Oh, Silvia. Versucht Travis zu verführen am Telefon. So. Bevor wir zur Schule gehen. Oh Gott, was würde ich dafür geben, wenn ich jetzt das tun könnte, was Travis an der Schule da macht? Manche Leute kann ich echt nicht ab. Nee, nur Spaß, ich will keinen umbringen. Aber ein paar haben doch einen Schlag auf die Fresse verdient. Ich wette, ihr könnt auch so typen. So. Na, ich wollte jetzt nicht mit voll Karacho ins Auto fahren. Ich wollte zum Klamottenladen. Nicht sowieso auf dem Weg, wie ich sehe. Scheiße. Ah, das ist der Klamottenladen. Area 51. Benannt nach dem Entwickler. Nach einem der Entwickler des Spiels, Suda 51. What's up? Komm rein, Bruder. Schau es dir an, bevor du urteilst, okay? Es ist einfach mein persönlicher Stil. Ein Mann sollte seinen Waffen trauen, weißt du? Such dir etwas Gutes aus, Kumpel. Sei dir sicher, bevor du etwas kaufen willst, okay? Wenn du dich nicht bald entscheidest, muss ich dir wohl Hausverbot erteilen, Bruder. Ich gebe mir hier solche Mühe. Ich bin hart zu mir selbst und hart zu meinen Kunden, aber genau so ist es richtig, weißt du? Ja, ja, sicher. Okay, erstmal eine andere Hose. Nein, nein, nein. Okay, das mit Hose kann ich vergessen. Wie sieht's mit Gürtel aus?
Nein. Nein. Jacke. Bitte sag mir, dass die Jacke halbwegs in Ordnung ist. Yes. No. Yes. No. Yes. Gut, hat uns auch mal eben ganz schön ordentlich Zaster gekostet. Ja, T-Shirt. Was hat er da? Naja. Ne. Nein. Nö. Pass auf dich auf, Bruder. Na, immerhin nette Worte. Gut, die Jacke gefällt mir schon wesentlich besser. Jetzt nur noch mein Motorrad. Da. Habe ich den Hydranten nicht umgehauen? Was soll's. Die Schule ist auch nur ein Katzensprung von hier. Warum er das manchmal macht und manchmal einfach nicht, verstehe ich nicht. So. Steigen wir mal ab. Ich kenne zufällig sogar einen kompletten Namen. Shinobu Jacobs. Gut. Ich habe aber beim letzten Mal Tsubaki gekauft. Als ich das Geld geholt habe, ich meine, ich habe die ganze Zeit nur Killmissionen gemacht. Tsubaki ist deutlich besser als Bloody Barry. Weil Travis hier in seinem Kampfstil auch noch ein bisschen Wrestling implementiert, von ganz alleine. Und muss dann theoretisch nur noch B drücken, um Leute zu greifen. Das macht die ganze Sache ziemlich einfach. Wobei ich mir doch wünsche, dass es hier schon so gemacht hätten, dass die Leute sofort abkratzen, man sie nicht erst noch mit einem einzelnen Slash selber umbringen muss. Das nervt mich ein bisschen an der ganzen Sache. So. Okay, manche versuchen einen echt zu greifen hier. Warum ist das Schwert überhaupt hoch? Na, 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 na. Auf jeden Fall macht Tsubaki die ganze Sache wesentlich leichter und ich hätte das Ding im ersten Dungeon, Richtung Dr. Pierce schon gebraucht. Wirklich, ihr habt ja gesehen, diese Typen mit den Beam-Katanas, ey, die... Oh, diese Kotz. Einfach nur Kotz. Na, ich hör... Okay, wisst ihr was? Ich wollte eigentlich meinen Schlag aufladen. Na gut, hoffentlich in Seiten... Ach, fuck. Na egal, zwei sind gestorben, finden noch drei. Und du auch. So. Trotzdem fehlt noch wer. Naja. Zwei von den Sackgesichtern sind in der Ecke geblieben. Gut, Sammelkarte Nummer 11. Na, nehmen das und 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 das. Na, der hat den Treffer abgekriegt, aber ist nicht gestorben. Am wenigstens kein vorläufiges Slot-Machine. Ihr wisst, wie das beim letzten Mal abgelaufen ist. Ich hatte die Superkraft, konnte sie aber überhaupt nicht nutzen, weil ich dann wieder einen Ausgang benutzen musste. Center Destroy High School. Das soll ein Ort, eine High School hat. Gut, und nimm das. Und... Ja. Ja, netter Versuch, Kumpel. Einfach eben schnell greifen. Oh mein Gott, this is so piss easy. Ich glaube, Tsubaki hat einen höheren Energieverbrauch. Gut, wir haben Pfeile auf der Karte, wie ich sehe. Und die haben auch einen ganz, ganz besonderen Sinn. Das zeigt sich nachher. Hm? Oh, sie lieben ihre Mutter. Die erweiterte Kombo bringt's auch. Als hat Travis nicht mittendrin aufzuschlagen. Oh Gott.
Pyro-Fanatiker. Die Pyros.